Jojo, da wären wir wieder bei Age of Conan. Wunderbar, dann lass uns mal jetzt direkt zu Ninus gehen und ihm das Buch bringen, was wir in Seber Anwesen gefunden haben letztens. Wunderbar. Den Weg sollte jetzt mittlerweile jeder kennen, weil wir waren da schon so oft zu Ninus, dieser Priester. Lord Strom bedarf Ja. der Dienste eines fähigen Lord Strom, Schreiners. Lord Strom, Für wir die wissen das jetzt anschließenden schon alle. Tätigkeiten werden Hi, Laranga. Oh, da kommt ein Pikte. Ihnen Warte mal. Nee, ist Lohn gar kein Pikte. Das ist doch der von letztem Mal. Nee, das ist ein anderer. Axinator. Level 15, ja auch. Gut. Auf zu Ninus. Ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich diese piktliche Typen sehe, ich bekomme schon diesen Drang, dass meine Finger anfangen zu kribbeln und in einer auf die Rübe weg. Schlagen wollen. Aber egal. Ninus! Ich habe Ja? das Buch. Die kommentierten Schriftrollen des erleuchteten Pfades. Ja. Wunderbar. Hab ich je erwähnt, dass dies eine der Schriften war, die ich für Belesas Ausbildung Nö. benutzte? Sie war eine gute Schülerin. Aha. Inzwischen überflügelt sie mich in gewisser Weise, sowohl in geistiger als geistlicher Hinsicht. Zeigt mir Nö, das wir zeigen Buch. es dich natürlich hier. Superb. Sagt mir, gab es irgendwelche Probleme? Viele, aber sie sind jetzt alle tot. Ah, Mithras Wege sind oft verschlungen. Nehmt das für eure Dienste. Obgleich ich das Töten nicht befürworte, gibt es doch einige unter uns, die diese Welt nicht Nein, vermissen bitte nicht. würden. Dann nehmen wir uns mal diesen Stab. Und wir verabschieden uns. Mithra sei Danke, danke, gepriesen. danke. Allerdings können wir mit diesem Stab nichts Großartiges anfangen, weil es ist einfach nur ein Kampfstab. Und wir können sowas nicht ausrüsten. Das ist, wie gesagt, wieder für Dämonologe oder halt überhaupt Magier. Naja, ich hatte nun vor, in den Acheronischen Ruinen zu gehen, weil wir da zwei grüne Quests haben und die sind eigentlich ganz einfach. Wir müssen einmal, also die Rache eines Bruders, schauen wir mal direkt an. Ich soll für den aquilonischen Piraten Otho im Dschungel einer der mischblütigen Dämonenpikten töten. Er sagt, ich finde sie in den Acheronischen Ruinen jenseits des Lavaflusses. Wenn ich mich an der Kreuzung rechts halte, ich soll mit dem Beweis zurückkehren, ob diese Kreaturen Menschenfleisch essen oder nicht. Dann haben wir einmal hier verrottetes Fleisch. Patrick, der Wirt des rumpelnden Rumpfasses, fürchtet die Untoten in den Acheronischen Ruinen außerhalb von Tortage. Ich soll 5 Untote töten und ihm als Beweis ihre Köpfe bringen. Ich finde die Acheronischen Ruinen. Ja, das wissen wir ja schon. Bla bla bla. Gut. Dazu müssen wir jetzt menschliche Überreste finden von einem Dämonen. Pikte. Ja. Der sollte zurzeit nicht stark für uns sein. Dann müssen wir auch noch die Gulk töten. Das 5 Stück. Und von denen müssen wir dann 5 Köpfe. Oh, ich glaube, ich bin falsch hier mal. Ich quatsch und quatsch und quatsch und dann habe ich mich jetzt hier verirrt. Auf jeden Fall müssen wir Ghoul-Köpfe besorgen. Und zwar 5 Stück. Ey, da läuft jemand hoch. Hi. Merci da. Merci. So. Da können wir schon schön dieses Lavafluss dort. Machen wir die Karte zu. Hier unten. Ich bin noch nie in der Lava gesprungen, aber ich kann mir denken, dass wir 0, nix abkacken werden. Wollen wir aber nicht. Wir wollen nämlich in den Acheronischen Ruin zurückkehren. Hey, wer war das? Warum wartest du nicht auf uns? Mensch, Mensch, Mensch. So, Acheronische Ruin, normal. Ich würde es auch auf episch wagen, aber alleine. Ich weiß nicht recht. Alleine würde ich das nicht machen. Es sei denn, ich hätte jetzt Begleitung. Apropos Begleitung. Ich bin jetzt zurzeit, habe ich mal ein bisschen so recherchiert im Internet. Bei auf YouTube. Er leise ja schon. Wie heißt sie denn? Melissa oder Mercy, das ist sie ja. Level 20. Ach so, ja, die ist ja. Die piktischen Kämpfer tun ihr nichts. Wow. Ich habe auf jeden Fall auf YouTube recherchiert, es gibt einige aktive Leute, die Age of Conan auch Let's Play. Da habe ich mal einfach mal so rumgefragt, ob jemand hier Lust hätte, ein Let's Play Together zu machen mit Luparos.
Und ich habe auf jeden Fall positive Nachrichten bekommen. Also die wären einverstanden, es zu tun. Da freue ich mich schon riesig drauf. Man muss jetzt nur gucken, wie man sich einigt, ob das jetzt Instanzen sind oder überhaupt, ob man jetzt einfach so normale Quests machen. Also ich denke, im Kürze werden wir natürlich mehr erfahren. So, wir müssen dann hier lang. Also ihr könnt euch erinnern, in den, wo wir das letzte Mal hier waren, hatten wir voll die Schwierigkeiten hier mit dem Pinken. Jetzt machen die uns kaum noch Damage. Und wir erledigen ihn mit zwei Hieben oder drei. Das reicht schon, um die wegzupusten. Ja, ist ja nichts Wichtiges. Mülldrop, sag ich mal so. Ja, ja, kommt doch nur. Nun könnt ihr nichts gegen uns anrichten. So sieht es aus. Okay. Ja, nehmen wir alles an uns. Zack. Oh, weicht aus? Was soll denn das? Wie kannst du nur ausweichen? Davon. So, Fledermauskreischer. Fledermauskreischer, ja. Normalerweise müssten jetzt die Fledermäuse kommen. Hey, da hat einen Start gehabt. Ne, uns ist aber stärker. Besser. So, dann wollen wir mal weiter hier. Oh, oh, oh. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht im Let's Play. Und die Atmosphäre wird immer interessanter hier. Deswegen werden die auch natürlich etwas stärker schaut immer. Hier haben wir schon Level 11 Picken, Kämpfer. Da kommt auch jemand. Ragnaroks. Hey. Hat der einen Hund dabei? Na, was für ein Hund? Das ist doch ein Dämone. Oh, Mann. Naja. Oh, da ist ja dieses Lavaflusses. Dann gehen wir mal weiter. Und leben auf den Bäumen, so wie es aussieht, diese Picken. Du denn plötzlich her? Bist ein Hinterhälter oder was? Ah, ja. Ja, Baba, die sind auf jeden Fall stark. Da nähern wir uns in diesen wunderbaren Ruinen, die wir aus der Ferne betrachten können. Gut, hier müsste auch langsam schon der. Ich habe hier was verstellt. Der Dämone sein, der Pinkendämone, den wir die menschlichen Überreste entnehmen sollen. Ob wir das wollen, was anderes. Ah, wir wollen das schon, natürlich. Deshalb sind wir ja auch hier. So, du Pickte. Oh. Naja, die Animation vom Lava sieht nicht so gerade cool aus, aber soll uns ja nicht interessieren. So, mal schauen. Ach, du heilige Kanonenruhe. Wo ist er denn? Ich glaube, er ist gar nicht da. Irgendjemand hat ihn gekillt. Gut. Hut, den nehmen wir. Den nehmen wir und den rüsten wir auf, weil der gut ist. Ja, der gibt uns 34 Rüstung, bla bla bla. Okay, nehmen wir an. Yep. Wie sieht er aus? Schäbig. Zack, ohne. Gut. Ja, da sehen wir auch schon diese offene Truhe da hinten. Das heißt, irgendjemand hat ihn schon beseitigt. Was natürlich jetzt nicht gut für uns ist. Aber, naja, ist da was drin? Oh, ein Dolch. Nehmen wir an. Hat ja niemand gesehen. Ja, der ist normalerweise immer hier, vor diesem Tor. Aber wie ihr sehen könnt, ist er gerade nicht da. Deswegen gehen wir mal hier in diesen Bereich hier. Da sind ja die Ghule. Dämonenpikte. Ja, aber das ist der nicht, oder? Wir können es ja mal versuchen, aber das ist normalerweise nicht der, den wir suchen. Also der sollte keine Körperreste dabei haben, sag ich mal so. Menschliche. Schauen wir mal direkt. Im Gegensatz, er hatte sie. Das überrascht mich jetzt allerdings. Hä? Ach, das Inventar ist voll. Was soll denn das jetzt? Verdammt. Ich habe jetzt eigentlich gesagt, ehrlich nicht damit gerechnet, dass, weil normalerweise, was hat der hier zu suchen? Ja, was können wir denn wegschmeißen? Hier, das brauchen wir nicht. Nehmen wir mal die Waffe, obwohl. Naja, brauchen wir jetzt sowieso nicht. Aber egal. So, hier sind die Ghouls. Am Fuße. Am Fuße. Ja, an die Füße. Von der Ruine. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig gesagt wurde, ist aber egal. Bam. Zack. Achso, fünf müssen wir töten und ja, fünf Köpfe müssen wir abnehmen. Okay. Da ist der erste. Klacks. So.
Na, kommt mal her, ihr Guts. Und wie dreckig hier aussieht. Goblins, ey, wir können ja auch. Ego-Perspektive. Cool. Erstmal, dass ich sowas sehe. So. Ja, fühlt sich an so wie Counter-Strike so ein bisschen, ne? Wenn wir jetzt ein Ding. Oh. Wenn wir jetzt so ein Waldläufer, würde das wahrscheinlich eher daran erinnern. Halt nur in medievalische Umgebung. Aber egal. So. Kopf. Kopf. Da kämpft jemand. Schaut doch. Seht ihr, der hebt irgendwas auf. Hey. Das ist bestimmt auch der Typ, der vorhin. Hallo? Er ist ja schon weg. Ja, auf jeden Fall, das sind Ruinen, da werden wir auf jeden Fall auch noch hin. So, na kommt mal her, ihr Guts. Oh, schade. Normalerweise hätte er denn jetzt den Kopf abgehackt, aber man hat das diese Animation leider nicht gesehen. Warum auch immer. Das geht leider nur bei Menschen, soweit ich weiß. Kopf Nummer 5. Okay, dann haben wir jetzt alles hier. Schauen wir mal. Hey, Moment mal. Der Dämonenpikter ist tot. Bei seiner Leiche fand ich einen Schädel, an dem noch Fleischfetzen hingen. Ich muss Ordos diesen Beweis bringen. Ich finde Ordos okay. Da hing noch Fleisch. Egal. Ich habe 5 Untote getötet und geköpft. Klack. Und ich muss zu Padraic zurückkehren, um zu sehen, ob er eines der Opfer erkennt. So. Was haben wir denn noch hier eigentlich? Mit Genzio sprechen. Machen wir die kurz weg. Morgentaufrüchte sammeln. Wo ist es denn? Dort unten. Ja, dann gehen wir mal direkt dahin, da wir sowieso schon hier sind. Lesen wir mal immer gegen ganz schnell. Ich soll für Kapitän Royo einen Mann namens Genzio finden, der in Totage lebt, aber seit einigen Tagen vermisst wird. Ich muss in die Aschenruine, da sind wir schon, wo er für gewöhnlich nach Morgentaufrüchte sucht. Genzio sucht meist an einem ganz bestimmten Strand. Ich muss durch das Westtor am Lavadamm vorbei und durch die Asche und ich will zu der Küste gehen. Und dann haben wir hier noch die Bucht der goldenen Früchte. Kapitän Royo hat mich überredet, in den Acheronischen Ruinen nördlich der Stadt Morgentaufrüchte für ihn zu sammeln. Ich muss die Stadt verlassen und... Naja, wir sind ja schon hier. Okay, dann wollen wir uns mal schnell... Oh, da ist eine Fledermaus. Eine Riesenfledermaus. Oh, sieht ja ganz gefährlich aus. Komm her, dich kippen wir auch. Ich find's jetzt cool. Oh, wir haben Stufe 16 erreicht. Alles voll. Dann schmeißen wir mal hier dieses Ding weg. Nehmen wir. Was haben wir denn gelernt? Talentpunkte, bla 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 bla. Also keine neue Skills oder beziehungsweise keine Erweiterung der Skills. Soll uns gerade nicht interessieren. Ich glaube, ich kannte eine Abkürzung, die zu, Hey, wer war das? Die fleischfressende Pflanze. Ich kannte eine Abkürzung, die zu Genzio ging. Welche war das nochmal? Felsotter. Das sind sogar die Schlangen. Da ist er schon. Ey, du Pikte. Du weißt doch, dass du gegen uns no chance hast. Leg es dir gut in deinen Köpfchen. So. Piktenjäger. Dich hätten wir dann auch erledigt. So. Dann hätten wir den. Ach, kann man ja nicht nehmen, brauchen wir ja auch nicht. Mana. Ja, eigentlich kann man ja... Wo ist das denn hier? Dort oben, glaube ich. Kann man da irgendwie runterklettern? Weiß nicht mehr. Warte mal, lass uns mal kurz hier oben. Kriegen wir Erfahrungspunkte und wir können hier diesen Markstein quasi... freischalten. Hier entdeckt Tempelaussicht. Mal schauen, was für eine Aussicht wir hier haben. Oh ja, oh ja. Schaut euch mal diese schöne Landschaft an. Wie schön sie ist. In voller Ferne mit Grün und Ruinen. Gut. Das war's auch schon. Schaut doch da, wer da mal hier rumliegt. Da ist ja der Genzio. Genzio, da ist eine Truhe. Eine offene Truhe. Sollen wir mal reinschauen, was da ist? Nee, interessiert uns nicht. Genzio! Oh, hier sind ja doch schon die Früchte, die wir sammeln müssen. Cool. 1 von 5. Naja, Genzio! Diese Schreie. Oh, Mitra, mach das. Ach komm, Papp, Genzio, wir müssen uns unterhalten.
Ja, ich bin Genzio. Woher weißt du das? Haben die Bestien es dir erzählt? Hörst du ihre Stimmen? Nee, mein Freund, ich kann hell sehen. Was denkst du denn? Aber, wovon redest du? Von den Monstern, Dämonen, Geister. Sie sind überall. Sie flüstern bei Tag und verfolgen mich in den Nächten. Sie sagen mir Dinge, schreckliche Dinge. Ich krieg sie nicht aus meinem Kopf. Leidest du an Halluzination? Mein Freund Captain Voyo schickt mich. Bist du verletzt? Tut dir dein Kopf weh? Hast du Kopfschmerzen? Waris? Mein Kopf. Mein Kopf tut so weh. Ich brauche Medizin, ja. Verstehst du? Ninus, der Priester im Mitra-Tempel, er braucht manchmal einen Trank für mich. Kannst du mir bei Ninus einen Trank besorgen? Bitte. Na gut, wenn's sein muss. Ich bringe dir deinen Trank. Bitte beeil dich. Bitte. Geh zum Mitra-Tempel gleich vor den Toren der Stadt. Er kennt mich. Er gibt dir den Trank, den weiß, ich brauche. Ich weiß, wo das ist. Nimm dich in Was? Acht. Die Geister sind überall. Du guckst so viele Filme, mein Freund. Naja, als ob da jetzt irgendwie Filme gucken, ob die Filme gucken könnten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen fail. Naja, wir wissen, wo Ninus ist. Also, wir sammeln eben noch diese Äpfel hier. Was ist das? Das sind Äpfel. Sehen aus wie Äpfel auf jeden Fall. Drei Stück. Hier kommt der vierte. Und da ist schon der fünfte. So. Sammel schon. Sammel. Wow, was haben wir denn nun? Okay, Haus des Heilens. Ich habe Genzio gefunden. Er lag halb wahnsinnig im Dschungel. Ich muss zum Mitra-Tempel bei Ninus sein Himmelheilmittel holen. Morgentau. Ich habe die Morgentau-Früchte gesammelt, die der exzentrische Kapitän Royo wollte. Nun muss ich ihm nur noch zu den Docks von Total springen. Alles klar, bevor wir aber dahin gehen, ist hier ein Boss. Und zwar der Tamkur. Level 17. Oh, ob wir das wohl mit ihnen schaffen werden? Mal schauen. Zack. Sie ist ja ganz schön gefährlich aus. Hast du denn aber drauf? Naja, nicht wirklich, ne? So wie es aussieht. Wir stunnen mal eben. Bam. Holt er den eine voll aufs Maul. Ne? So was. So, und noch der letzte Hieb. Hast uns zwar halbe Energie abgezogen, aber... Naja. Was hat... Ach, Bogen. Ah, nee, brauchen wir nicht. Ich hatte jetzt schon mit irgendwas Cooleres gerechnet. Gibt er uns einen Bogen? Oh, shit. Wir nehmen die Abkürzung. Hier lang. Scheiße, die Verfolgung. Scheiße. Shit. Ich glaube, hier kann man hoch. Mal schauen. Kann man klettern? Oh, nee. Oh, nee, wir müssen escapen. Oder doch nicht? So, dann lass uns mal gucken. Yeah, baby, yeah. Und da klettern wir den ganzen Weg nach oben. Schaut euch das mal an. Er klettert in die Luft. Er hält sich gar nicht am Felsen. Dieser Genzi hat uns bestimmt irgendwas an magischen Kräften verleiht. Ey, Luparus. Hat dir jemand schon erzählt, dass du eine hässliche Fresse hast? Nö, dann bin ich wohl der Erste. Naja. Gut. So, wir sind jetzt da, wir sind da. Noch ein Stück. Oh mein Gott, wir wären jetzt beinahe an die Klippe runtergefallen. Naja, kommt jetzt. Tja, glaubt ihr nur, ihr könnt hinterhältig angreifen? Da habt ihr euch wohl getäuscht. Ich bin auch noch da. Bam, Bigelow, so. Ja, und ratet mal, wo wir jetzt sind. Werdet ihr jetzt erfahren. Und genau, ihr habt richtig geraten. Wir sind nämlich am Anfang der Ruine. Ey, Leute, wie cool ist das denn, wie wir uns einfach hier durchmetzen, als wäre das ein Dynasty Warrior-Spiel. Am Anfang war das noch voll One-to-One-Gegner, höchstens 2 bis 3 in der Schwierigkeit. Und jetzt können wir uns mit einer kompletten Horde aufnehmen, kein Problem. Yeah. Schaut euch das mal an. Der Sammler hatte doch bestimmt eine Quest für uns. Überall Pikten. Ich habe etwas für dich. Hast du meine Lederriemen gefunden? Ich tausche 5 gegen Ausdauer, Mana oder Gesundheit. Gib mir die Gesundheit. Hä? Bist du hier um... Hast du meine Lederriemen? Gesundheit. Gib mir die Lederriemen. Ah, danke. Bitte. Hier sind die Gesundheitstränke. Danke. Mögen die Götter mit dir hat sein. Hat uns die wenigstens gegeben? Ja, ihr habt... Jo, cool. HP-Tränke sind immer gut. So, und wir verlassen nun mal jetzt hier die Acheronischen Ruinen.
aber wir werden wieder zurückkommen. Seid gespannt. Okay. Nun nichts wie weg hier. Ah, jetzt fängt wieder diese herrliche Musik von Totage. Die größte Insel von den Barachan-Inseln. So. Und wir sind auch leider jetzt auf einer weiteren Folge am Ende geraten. Deswegen, Leute, wenn ihr was zu sagen habt, schreibt's einfach auf die Kommentare. So, schreibt's einfach in die Kommentare und ich würde mal sagen, schaltet mal wieder ein bei Lupao TV, um keine einzige Folge von Age of Conan zu verlieren. Bis dahin, tschüss, haut da rein, passt auf euch auf, euer Luparos.